Hallo und herzlich willkommen. Ich melde mich heute mal mit so einer kleinen Informationstafel hier. Da steht jetzt der Wechselkurs hier. Man bekommt praktisch für einen Euro 4 Sorte und 12. Und was das Ganze hier auf sich hat, das erkläre ich nach dem Intro. Wir sind hier gerade unterwegs in Svava. Das ist ein schönes Erholungsgebiet, so circa 15 Autominuten von Gwogów entfernt. Und ich habe mich jetzt mal inspirieren lassen von ein paar Beiträgen zum Thema Kosten, auch im Urlaub, egal ob man jetzt an der Ostsee Urlaub macht oder auch jetzt an so kleinen Seeorten oder sonst irgendwas. Deswegen habe ich jetzt vorhin einfach mal diesen Wechselkurs abgefilmt. Da bekommt man praktisch im Supermarkt, wenn man mit Euro bezahlt, automatisch in Sorte umgerechnet. Man bekommt dann praktisch für 1 Euro seine 4 Sorte und 12, was eigentlich ein sehr schlechter Kurs ist, weil man einfach beim Kantor zwischen 4,20 und 4,25 momentan bekommt. Im Supermarkt ist es natürlich immer empfehlenswert, sich ein bisschen Proviant mitzunehmen, egal ob man jetzt am See ist oder am Strand. Wir haben jetzt zum Beispiel hier für so eine große Cola, was ist das, 1,25 Liter, eine Dose Bier und noch ein kleines 0,25er Wasser haben wir jetzt knapp 7 Zloty und 20 Groschen, also noch nicht mal 2 Euro bezahlt. Also da kann man hier schon sagen, Lebenshaltungskosten oder generell die Lebensmittelkosten sind auch aufgrund von dieser 5% Regelung sehr günstig. An den ganzen Buden jetzt hier in Svava kann man teilweise so, sag ich mal, 70-80% mit Karte zahlen. Das ist auch kontaktlos. Ich habe vorhin hier mit Google Pay bezahlt, habe auch keine Gebühr bezahlt. Ja, und wie sind die Preise hier so? Für ein Flaschenbier der Marke Żywiec kostet hier 6 Zloty und ein Radler 033 mit 0% 5 Zloty, ein Fassbier zwischen 4,50 und 5,50. Das sind also hier die Preise. Deswegen habe ich auch schon in diesem Kommentar letzt einfach gesagt, dass man das in Deutschland an keinem Urlaubsgebiet mehr sieht. Also ein Bier für 1,50 Euro, 2 Euro ist ja gar nicht mehr möglich. Ich mache jetzt hier einfach mit ein bisschen Musik die Einspieler von der Gegend, wie es hier aussieht. Ja, und wer mal herkommen will, ist wirklich schön hier.